Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Gorn ist ebenfalls wie der namenlose Held ein ehemaliger Sträfling der Minenkolonie von Korinis. Das herausragendste Merkmal ist wohl, dass er nie ohne seine mächtige Zweihandaxt in den Kampf zieht und auch keine Herausforderung scheut. Er gehört neben Milton, Lester und Diego auch zum Kreis der engen Freunde des Helden und taucht auch in jedem der drei Gothic-Teile auf. Doch was hat es mit dem mächtigen barbarischen Krieger auf sich? Was macht ihn als Person aus und was treibt ihn eigentlich wirklich an? Das alles erfahrt ihr in diesem Gothic-Lore-Teil. Gorn wurde damals aus unbekannten Gründen zur Gefangenschaft in der Minenkolonie verurteilt. Während der Überführung nach Korinis machte er dabei Bekanntschaft mit Milton, Lester und Diego, die sich alle zusammen eine Zelle teilten. Das war die Zeit, wo die vier Freunde wurden. Die Freundschaft überdauerte auch, obwohl sie sich verschiedenen Lagern anschlossen. Dabei entschied sich Gorn für das neue Lager und unter Lees Führung wurde er Söldner der Wassermagier. Während seiner Zeit im neuen Lager wurde Gorn zu einem der geachtetsten Kämpfer der Söldner und zeitgleich Lee immer verbundener. Auch arbeitete er mit dem Banditenanführer Laris zusammen und beteiligte sich dabei an Überfällen auf die Versorgungskonvois des alten Lagers. Kurz bevor der Held in die Barriere geworfen wurde, wäre Gorn fast von den Schergen Brabaks ermordet worden. Brabak war einer der Gardisten und Führer von Gommisgarde im alten Lager und hatte es nach einer Streiterei mit Gorn auf ihn abgesehen. Dabei ging es um eine Meinungsverschiedenheit, in der Gorn laut Gothic Comic die Bar der Arena betreten wollte. Die Wache wollte ihn nicht reinlassen, da Gommis keine Leute aus anderen Lagern bei Kämpfen sehen wollte und Gorn, nun ja, Gorn machte sich über Gommis lustig. Daraufhin entbrannte ein Kampf, den Gorn spielend leicht gewann. Milton schritt sofort dazwischen und versuchte den Streit zu schlichten, die Wache jedoch drohte Gorn mit dem Leben. In den nächsten Tagen lauerten Brabaks Männer, insgesamt fünf an der Zahl, Gorn auf und griffen ihn an. Er schaffte es mindestens drei von ihnen auszuschalten, bevor er von hinten mit einem Speer attackiert wurde. Der nächste Schlag galt seiner Brust und Gorn lag kampfunfähig am Boden. Und ihr glaubt nicht, von wem Gorn jetzt gerettet wurde. Es war Lester. Er nutzte einen Fokus, den er sich ertauscht hatte und schleuderte die Gegner mit einem Windstoß gegen eine Felswand, wo sie reglos liegen blieben. So rettete Lester Gorn das Leben. Der namenlose Held und Gorn begegneten sich später im neuen Lager und einige Zeit darauf noch einmal bei der Fokussuche in der Klosterruine. Gorn wollte dort auf Schatzsuche gehen und ging dem Helden zur Hand. Zusammen schafften sie es sogar, einen Troll zur Strecke zu bringen, was für Gorns Stärke als Kampfgefährte spricht. Gommis ließ die freie Mine von seinen Gardisten angreifen, da die alte Mine eingestürzt war und er so kein Erz mehr für den König fördern konnte. So musste Lee handeln und schickte Gorn und den Helden zur Mine, um sie aus dem Griff der Gardisten zu befreien. Durch die Hilfe des Helden schaffte es Gorn, die Mine zurückzuerobern. Mit dem Fall der Barriere flohen alle Sträflinge über den Pass. Gorn gehörte leider zu den Unglücklichen, die von Paladin Garons Trupp aufgegriffen und in den Kerker der ehemaligen Burg des alten Lagers gesteckt wurden. Laut seiner Aussage waren ganze vier Männer notwendig, um Gorn bändigen zu können. Doch Freunde lassen sich nicht im Stich und der namenlose Held und Milton kauften Gorn für 1000 Goldmünzen frei. So verließen Gorn und Milton das Tal und der Krieger schloss sich wieder Lee auf Onas Hof an, wo er die Nahrungsvorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellte. Dass er sich direkt wieder Lee anschloss, zeugte von seiner Loyalität gegenüber dem Ex-General des Königs. Das Gerücht, dass sich Drachen im Minental breit gemacht hätten, erreichte auch bald den Söldnerhof und so ließen sich alle Abenteuerlustigen Rüstung für die Drachenjagd von Bennett schmieden und zogen ins Minental. Darunter zählte auch Gorn, der allerdings die Orks von einer Hochebene der Felsenfeste im Auge behalten wollte. Er erklärte dort, dass er es sich nicht verzeihen könnte, wenn die Orks plötzlich vor der Tür stehen würden. So erfährt man auch erstmalig von Gorns Paranoia vor dem haarigen Feind der Menschen, seiner stetigen Angst, den Orks den Rücken zuzukehren. Er half dem Helden, den Weg zur Felsenfeste freizukämpfen. Dabei stellte er wieder seine große Kampfkraft unter Beweis. Nachdem alle Drachen getötet wurden, ging er wieder zurück zu Lee und den Söldnern bei Onas Hof, bis er sich kurz darauf der Reise nach Irdorath anschloss. Dort kämpfte er an der Seite seiner alten Freunde gegen die Kreaturen Belias. Man muss hierbei erwähnen, dass egal für was der Held Gorns Hilfe benötigte, er immer, ja wirklich immer bereit war zu helfen und sich auf die bevorstehende Schlacht freute.
In Gorn hatte der namenlose Held einen Freund gefunden, der ihm mit seiner mächtigen Axt immer den Rücken frei hielt. Nach den Abenteuern in Irdorath segelten sie zusammen zum Festland, welches schon von Orks überrannt wurde. Lee sendete Gorn aus, um einen Weg in die Stadt des Königs zu finden. So schloss sich Gorn nach dem Kampf in Ardea den Rebellen in Redok an und landete später in Okara. Die Rebellen von Okara hatten ebenfalls das Ziel, in die Königsstadt zu gelangen. Und in Okara angekommen, wurde Gorn von Paladin Roland mit einem göttlichen Artefakt weiter nach Gotha geschickt, um den dort ansässigen Dämonen zur Strecke zu bringen. Doch der Plan misslang, da Gorn und die Rebellen nicht stark genug waren, um dem Dämonen die Stirn zu bieten. So fiel dem Ungeheuer das Artefakt in die Hände. Gorn schaffte es als einziger noch zu entkommen, wurde allerdings von dem Ork Potros aufgegriffen und weggesperrt. Nun war es wieder am namenlosen Helden, seinen Freund zu befreien. Daraufhin half ihm Gorn auch bereitwillig, die Stadt Gotha zu säubern. Nach dem Ableben des Dämons blieb Gorn zurück und kümmerte sich um den Wiederaufbau der Festung. Alles in allem kann man sagen, dass Gorn wirklich ein Händchen fürs Gefangengenommenwerden hat. Einerseits in Kurines, dann im Minental und schlussendlich auf dem Festland. Dennoch muss man neidlos anerkennen, dass er wohl einer der größten Krieger der Gothic-Serie ist und viele andere in Sachen Mut, Kampfkraft und Durchhaltevermögen um ein hohes Maß übertrifft. Die Lore von Arcania und Götterdämmerung wird natürlich nicht berücksichtigt, da sie nicht zum offiziellen Kanon gehört. Wenn ihr noch mehr Gothic-Lore oder Gothic-Let's Plays sowie Guides sehen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich hoffe, euch hat die Gothic-Lore-Folge wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal und... Ich stehe auf diese ganze Scheiße! Ernsthaft? Schon wieder Gorn?